Bazan, du bist der Richtige. Du hast es auch immer geschafft. Das, wann hast du gesagt? Aber jetzt höre ich auf, was du gesagt hast. Nach drei Damen vom Grill hast du gesagt. So, meine Herrschaften, das war's. Und damit verabschiedet sich Otto Krüger endgültig als Berliner Wurstfahrer. Und da hast du ein schönes Lied gesungen. Wie ist das für Platte hier? Irgendwo ist immer noch was offen in Berlin. Irgendwo ist immer was zu hoffen in Berlin. Schön, du hast ja die sonore Stimme gehabt. Und wenn Stachelschwein, was hast du da immer gesagt? Ich habe mich ja auch nie als Schauspieler oder als Regisseur oder als Autor bezeichnet, sondern immer als komödiantischer Journalist. Du hast ja auch richtig so die Nuancen hingebracht bei der Stachelschwein. Du hast so, sagen wir mal, manchmal den Tiefgang. Manchmal schon, aber Entschuldigung. Also ich meine jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht genau, wie viel hast du denn gedreht von diese Brockmanns da oder von den Kaisers? Du warst ja der sogenannte Havel-Brockmann oder Dr. Kaiser oder umgekehrt. Was soll denn das heißen? Und sag mal, eine Frage noch. Könntest du woanders leben als in Berlin? Nicht wahr? Ich auch nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ist denn bei der Fahrerei hinterher? Ich glaube, jetzt sind wir da. Was sagst denn du? Pizza, Pizza, Fahrt. Und hier ist ja selber Günther Fitzmann. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Na gut. Wolfgang Gruner. Ja. Wolfgang Gruner, ist das überhaupt ein echter Berliner? Nee, die ganzen Stachelschweine Berliner sind immer alle nicht aus Berlin. Ja. Das haben wir damals festgestellt. Und die von der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die waren aus Berlin und aus Schlesien. Ah ja, gut, das ist ein fairer Ausgleich. Ihre Eltern hatten zusammen 27 Geschwister? Ja, mein Vater war der letzte von 16. Hat er sich immer darüber beschwert, hat gesagt, für mich ist nichts mehr übrig geblieben. Und meine Mutter war die erste von 13. Das heißt, wenn Sie Geburtstag hatten, das lohnte sich? Eigentlich ja. Ich habe die bloß alle nie kennengelernt. Warum? Na, manche waren früher bei den Verhältnissen, bei den hygienischen auch schon mal aus dem Kinderwagen gefahren, fallen die, haben das ja nicht mehr erlebt, das normale Alter. Es war also viel Schwund in der Familie, nicht? Und dann hat Ihr Vater Sie auch noch entführt, habe ich gelesen? Ja, 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 der wollte nicht, dass ich bei meiner Mutter groß wurde und hatte gesagt, Mensch, der Junge kommt zu mir, da hat er ein prima Leben. Das war ein Irrtum von ihm, nicht? Also man sollte nie die Kinder von der Mutter wegholen, ist nicht so günstig. Warum war das ein Irrtum? Na ja, weil einem die Mutter fehlte, nicht? Also mein Bruder hatte das Pech, der hatte keinen Vater und ich hatte keine Mutter. Und deswegen habe ich mir mal vorgenommen, wenn du später mal heiratest, Mensch, mach bloß nicht den Blödsinn und setze Kinder in die Welt oder lass dich scheiden, die müssen dann drunter leiden. Und warte mal ordentlich. Da habe ich gewartet, bis ich fast 40 war und habe genau denselben Blödsinn gemacht. Aber keine Scheidung. Doch, auch eine Scheidung. Ach so. Meine erste Ehe war nach 8 Monaten geschieden. Das heißt, Sie hatten eigentlich von der Entstehung her das Zeug zur verkrachten Existenz. Warum hat es nicht geklappt? Ja, naja, ich habe mir Mühe gegeben, dann ins bürgerliche Leben zu gehen und habe es jetzt geschafft. Jetzt bin ich mit meiner jetzigen Frau 35 Jahre bald verheiratet. Söhne sind da, wir sind eigentlich eine dufte Clique so als Familie. Kommunist bei den Stachelschweinen hieß es. Sie seien der Linksaußen. Ja. Naja, ich bin viel beeinflusst worden von Kommunisten und zwar auch schon von der Schule. Ich habe jetzt einen Kollegen, der mich zu dem Beruf gebracht hat, der ist bei mir drin im Praxis Bülow-Bogen, einer von diesen Pennern, der Gerd Schäfer. Und der weiß es auch noch, wir hatten Kollegen, die waren Sozialisten und Kommunisten. Und einer davon war der Leiter des Kabaretts Die Distel in Ost-Berlin, die heute noch besteht. Und er war auch nicht nur Leiter, sondern Haupttexter. Und der war einer unserer Lehrer. Und wir hatten viel von diesen, nicht viele, aber einige von denen, die da antinarzistisch eingestellt waren. Aber die Kommunisten hatten ihnen gerade das Bein kaputt geschossen. Na ja, das waren die natürlich, die sich gewehrt haben. Deswegen habe ich ja gesagt, diese Kommunisten, gegen die war ich auch gar nicht, sondern das waren ja in dem Falle, sagen wir mal, unsere Gegner, die Russen. Also, Jahre später sah man Sie auch auf dem linken Flügel in einer wenig beachteten Glanzrolle bei einem Kongress der DAG. Vielleicht können wir das Bild noch mal sehen. Spannung, Spannung, Spannung. Da ist er. Wir beide von der Gewerkschaft. Ach, da. Ja, das ist bei der Deutschen Angestelltengewerkschaft. Machen Sie da? Da rede ich als Vorsitzender der Deutschen Schauspielergewerkschaft über die Belange der Schauspieler mit ihren schlechten Imponderabilien. Und da habe ich mich ins Zeug gelegt, habe gesagt, wir müssen dafür kämpfen.
69 war das? Ja. Da waren die 68er schon da und gingen ihnen auf die Nerven? Nee, das gar nicht, nee? Sondern die liefen ja parallel. Wir sind ja auch manchmal einen Kuhdamm runtergegangen. Nur, wenn man das in dem Beruf macht, auch im politischen Kabarett, da muss man irgendwo immer einen Witz machen und ulkig sein. Und da wird man nicht für voll genommen. So wie man irgendwie komisch satirisch wird, man muss absolut 101% so ernst bleiben. Ja. Sie haben aber damals über die 68er gesagt, in einem Interview 69, ja, wir wollten mit unserer politischen Satire ja aufbauen, die wollen ja nur kaputt machen. Das weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe, beziehungsweise kann das natürlich sein, es geht aber nicht anders. Es geht ja nicht anders, es sind ja immer nachher Opfer da bei Revolutionen. Das ist ja das Günstige, was wir erlebt haben, was wir Deutschen geschafft haben. Ich finde das prima, wie wir eine Revolution gemacht haben, ohne dass einer nur den Nase geblutet hat, ist doch toll. Wenn das mal, ich sage, russische Revolution, das sind Köpfe gerollt, französische Revolution. Wir haben eine gemacht, eine Revolution, wo es kein Opfer gab. Ich komme zur Revolution in Günther Pfitzmann. 20 Jahre später lese ich, jetzt wähle ich CDU, weil ich gemerkt habe, dass ich schief lag. Das habe ich auch mal gesagt, ja. Wir waren damals. Jetzt haben Sie es aber alle durch. Jetzt habe ich sie alle. Nee, ich habe sie noch nicht alle durch. Also ich dachte immer, dass wir Künstler so bei den FDP-Leuten, bei den Freien Demokraten, so liberal richtig liegen. Dann habe ich mir die Leute angeguckt, was die machen und der Mende und all die, aber ich sage, hier bin ich ja völlig verkehrt. Und wir waren früher viel bei den Sozialdemokraten, weil die in der Opposition waren, ja. Auch wir mit dem politischen Kabarett. Da warten die doch jetzt wieder drauf, dass ein Künstler, gerade ein Volksschauspieler wie Sie, sagt, jawohl, also Gerd oder wer auch immer. Na ja, da hatten wir aber auch einen Willy Brandt oder solche Leute, manchmal auch wie Dr. Klotz, die also vollgültig waren, wo wir sagten, jawohl, da ist man heute bei denen. Sehen Sie nicht heute. Ich sehe keinen da, also da bleibe ich lieber parteilos. Dann. Sie haben 84 das Bundesverdienstkreuz abgelehnt. Ja. Weil? Na ja, also weil ich gesehen habe, dass viele von denen, die da die bekommen haben, dann schon manchmal hinter schwedischen Gardinen saßen. Ich wollte nicht dazugehören. Wäre Karl Carstens gewesen, der es Ihnen hätte überreichen müssen. Ja, der Carstens ist ja auch einer von denen. Ich habe mich hier geschichtlich immer als komödiantischer Journalist, wie ich mich empfinde, nicht als Schauspieler, doch viel mit Geschichte befasst. Und ich weiß, Carstens, der war damals schon 33 in der Reiter-SA gegangen. Nun muss, man kann sich wandeln, gut, aber ich muss nicht unbedingt dahin gehen und sagen, legen Sie mir doch bitte mal das Ding um und so. Also da bleibe ich lieber aufrecht. Würden Sie es heute nehmen? Nee. Gut, Herr Pfitzmann, erstmal vielen Dank. Herzlichen Dank.